Dremio Lok, werte Zockergemeinde, und weiter geht's mit dem Angezockt von Diskaia 5 Complete. Oder 5 Complete oder Diskaia 5. Ach, ich weiß es immer noch nicht. Wusste ich schon vorher nicht. Egal. Im ersten Part hatten wir ja quasi das Tutorial. Wir hatten hier unten das Recruitment Tutorial und ja. Falls man sich vielleicht ein bisschen wundert, dass ich hier ein bisschen so lustlos rüberkomme vom ersten Teil auch. Es liegt halt einfach daran, dass alles Englisch und ich kann kaum Englisch. Und deswegen muss ich mich ein bisschen mehr anstrengen, um herauszufinden, was wie wo funktioniert. Nun, wir haben jetzt rekrutiert. Ich denke, das nächste wird sein, dass wir eine nächste Mission machen. Ah, Hauptding und der Weg. Okay. Das haben wir schon mal begriffen jetzt. Wie hieß der? Gucho Libre? Mucho Libre? Macho Libre? Nein, wir... Hehehe, war klar, dass er nicht durchreden, ausreden lässt. Ach, das ist der Anführer dieser Banditen. Okay. Also, wie machen wir die Fässer, Jungs? Okay. Großes Missverständnis. Ah, ja. Ja, ist klar. Er setzt sie wieder hin und frisst einfach. Okay, ich find's cool und sie auch. Definitiv. Lifting and Throwing. Und jetzt bitte deutsche Bezeichnung noch, danke. Ja, ja. Ich dürfte erstmal wieder nichts tun, wenn ich das richtig verstehe. Lift, das müsste heben sein, also ich kann die Bomben wahrscheinlich auch hochnehmen. That's just the reality. Ja, ja. Prini Charge. Also was? Pretty Pack und schmeißen? Das ist so ein Pingu? Go ahead and give the lift command a try by lifting me up. Ich habe nie etwas Schweres als ein Stück Kuchen gehoben. Tu es einfach. Oh mein Gott, ich kann es. Okay, die Reichweite. これで敵との距離が縮まり攻撃が届くようになった続けて応用編だ持ち上げられるキャラは1体だけじゃない
Okay. 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 Sie wirft ihn jetzt in Nahkampfreichweite für einen Komboangriff. Okay, you'll take damage. Okay, also niemals Zug beenden, wenn man jemanden trägt. Okay. Oh Gott, nein, tu's nicht! Putz! So fies. It looks like we're trying that. Mir scheint dir gefällt das, aber du siehst auf. Und das nächste, okay. Lift Monster F Mantos. Also Monster kann niemanden hochheben. Irgendwie nicht so ganz begriffen, aber okay. Okay, nehmen wir erstmal das. Das. Nutzen wir das Gelernte eben. Was wird immer hier hin? Was würde wohl passieren, wenn ich ihn über die Map schmeiße? Okay, fail. Dann haben wir hier noch hier. Ah ja. Was passiert, wenn ich ihn auf den Kopf schmeiße? So, du gehst hier hin. Moment, kannst du vielleicht... Ah, Mist, ich hätte sie hier hinnehmen sollen für den... Ach, Kacke. Aber, was ich noch tun könnte... Das könnte eventuell noch funktionieren. Dich... Dann nehmen wir dich hoch und schmeißen dich hier hin. Oh, ja klar. Der ging dann wohl in die Hose. Ja. Das war... Kaktus verhauen. Das war uncool. Naja, egal. Alter, der Typ ist einfach overpowered, Mann.
sind soweit. Was ist, wenn ich nur einmal draufklicke? Nö. Ah, doch. Ah, okay. Guck an. Das funktioniert. Diese Frage, verletze ich damit meine eigene? Dürfte eigentlich nicht. Hallo? Was bist denn du? Nahkampf, das ist schlecht. Aber Moment. Special, Heal. Ah, auch nur Nahkampf. Doof. Triple Strike learned. Looks like your Weapon Mastery level increased. Weapon Mastery, you earn Weapon Mastery experience for using weapon or taking damage. Increased, you can draw out more abilities with the weapon. You can also learn weapon exclusive skills. Okay. Moment, erstmal gucken, wie weit die hier kommt. Leider nicht weit. Dann machen wir das so. Du machst hier die Box noch kaputt. Die Kleine hier braucht Heilung, also heile du. Den hier. So und so. Dann execute. Okay, jetzt haben wir noch ein Level up. Using skills, you will gain experience points with them, bla bla. Level up. When your skill level decreases, the SP cost to use them will decrease. Also man braucht weniger Magiepunkte, okay. If the skill costs a lot of SP to use, you can increase its level to lower the SP cost. Use skill aggressively to try to level them up. Okay. Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Noch ein Leben. Ho. Hau den weg. Letzten Teufel. Nein, ich kann nicht mal heilen. Kacke. Du gehst nach vorne. Nah genug? Jawoll. Was? Das hat nicht gereicht. Müssen die direkt aneinander stehen für den Combo-Angriff? Ach, Kacke. Das fand ich jetzt nicht nett. Puh.
Ernsthaft? Counter-Battle? Shit. Nee, das erholt sich auch nicht mehr. Schade. Na egal, jetzt machen wir den platt. Wie weit kommst du? Nein, sie kommt nicht weit genug. Kacke. Oh, hier ist eine Truhe. Ja, ja gut. Ah! Der hintere muss gar nicht angreifen für den Combo-Angriff. Okay. Das ist auch interessant zu wissen. Muss nur in der Nähe stehen. Direkt dran. Da gibt's den Combo-Angriff. Okay. Okay. Quest Shop. Nö, der interessiert uns jetzt nicht. Mein Quest Shop? WTF? Ja, muss man echt noch zur Zwischenquest kaufen? SCP. Ja, ja, bla 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 bla. Erstmal heilen hier. Getreated. Das ist ja teuer. Na egal. Die will auch wieder quatschen. Ich verstehe eh kein Wort. Wer wissen will, was sie quatschen, da kann sich das Spiel selbst holen und das sicher das Gequatsche antun. Aber ich verstehe eh kaum ein Wort. Dementsprechend ignorieren wir das. Accept Quest. Combat Lektüre. Stealing Specialist. Okay. Ah, hier Recruitable Thief. Ah, damit schaltet man weitere Klassen frei, die man dann rekrutieren kann. Und ein bisschen Kohle. Okay, okay, gut zu wissen. Brauchen wir allerdings hier für das Video, für die angezockte Reihe nicht. Jetzt gucken wir aber mal. Characters. Equipment. Reduziert die Geschwindigkeit, erhöht die Verteidigung. Da, reduziert Geschwindigkeit, erhöht aber Angriff. Subweapon? Okay, erhöht aber nichts. Rüstung, okay, das ist auch nicht schlecht. Sind das? Moment. Kriegsdämon. Increase stats by 10% with every attack. Okay. Also sie hat die Water Pistol schon. Gib ihr mal noch die zweite Water Pistol. Vielleicht bringt sie was. Ah, aber.
Die ist Rare 20, Rare 13, so. Dann Yuina, was können wir dir geben? Das hier, das erhöht Angriff und Verteidigung. SP gehen hoch, End geht hoch und Resistenz, das ist doch gut. Haben wir noch den hier? Dem können wir nichts geben, okay. Save-Menü, wir können hier speichern. Na gut, dann machen wir noch eins. Ich glaube, wir sind noch nicht bei der halben Stunde. Hoffe ich zumindest. Ich habe wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Wie könnte es auch anders sein? Jetzt haben wir aber böse Kerle hier. Ah, diesmal kein Tutorial. Das ist doch schon mal etwas Praktisches. Okay, geh du hier hin, dann nehmen wir... dich mit. Oh, jetzt hat sie eine Waffe in der Hand. Okay, interessant. Okay, also man sieht die Waffen sogar tatsächlich, die sie in der Hand halten. Dann der und sie als Partner. Oh, jetzt haben wir im Prinzip drei Gruppen. Gut. Hat er sich jetzt kein Millimeter bewegt? Okay, wenn er meint. Warum ist er verletzt? Ich muss sagen, kurz war das Vieh weg. Dann, was haben wir da noch? Oh, eine Heilerin. Ist er zwar direkt daneben, dann kann er es ja nicht einkesseln. Oh mein Gott, so viel Schaden. Nicht. WTF, irgendwie... werden die bei dem scheiß Combo-Angriff verletzt? Weißt du, kommst du bis da? Dann muss ich das so machen, ne? Achso. Ja, erstmal Endturn. Wow, das war so nützlich. Nicht. Die sind alle nur Level 1. Okay, du gehst hier hin. Du hier. Wir haben ja wir können sogar die Box schmeißen, okay? Schmeiß! In your face. Ach du heilige Macaroni. Der hat ja übelst kassiert, der ist ja schon was Murks.
Ja gut. Hoffen wir, dass die Combo-Angriffe zumindest ein bisschen was reinhauen. Hallo? Kombos? Das waren aber keine Kombos! Oha! Oh! Was sind das jetzt wieder? Sind die jetzt wütend? Ja gut, hier kriegst du jetzt mal einen wütenden Angriff. Kommst du weit genug? Ah, Overload. Okay, let it try. So, könnte er hier auch. Ah, schade. Okay, hätte mich jetzt interessiert, was er so drauf hat. Okay, also wir haben hier quasi eine Agro-Anzeige. Overload. Okay. Schön, dann hauen wir jetzt mal hier Heiles. Nein, warte. Hier hin. Hier und hier. Mal gucken, ob man auch eine Dreier-Kombo machen kann. Nein, nicht Move, Attack. Let it try. Okay. Ah! Okay, okay. Ihre Fähigkeit lässt die Feinde gegeneinander kämpfen. Das ist cool. Nein! Zu wenig weit. Obwohl. Warte. Warte mal. Ah, verdammt. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. Los, Prinny! Nein, das reicht nicht. Verdammt. Damn it. Oh, okay. Es geht. Dummheit des Computers. Der hätte jetzt einfach den Pingu angreifen können, dann hätte er den Pingu platt gemacht, aber stattdessen greift da der Kilian oder Kilua und wird mit dem Konter platt gewalzt.
Ja. Intelligenz des Computers. Tja, jetzt haben wir hier mindestens etwas bekommen für Kilia hier. Ey, wo sind die Handschuhe? Ich hab doch gerade One-Times Handschuhe gekriegt. Jetzt fühle ich mich aber dezent verarscht. Ganz dezent. Cool, ich habe mich gerade verpackt. Ja, wir können springen. Schwein ihr habt. Aber, finde ich jetzt echt komisch. Oder muss ich die irgendwie erst noch mitnehmen? Hätte ich es anklicken müssen oder was? I don't know. Ach naja, was soll's. Ich denke mal, es ist Zeit, um den Part zu beenden. Dementsprechend verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis denn und ciao.